Und, schaffst du das auch? Na komm. Ja, sie kann das auch mühelos. Na gut, haben wir das Idol. Ich weiß nur nicht, für was das jetzt genau nochmal war. Das Idol. Ich muss wohl nochmal in die Quest schauen. Alle Quests. Spricht mit Chaosreiter, untersuche den Strand, trifft den Kommandanten. Finde Stahlbart, Zuckerwasserträger, O'Brien, altes Grab geplündert. Mit wem haben wir da denn geredet? Mit niemandem, ne? Okay. Vielleicht war das eine Quest, aber keine Ahnung. Wir haben die halt noch nicht freigeschaltet und haben trotzdem das Grab geplündert. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zurück. Vielleicht können wir mit diesem Tompkins reden, weil der hat ja auch schließlich von dieser Höhle erzählt. Vielleicht kann der damit was anfangen. Mit dem Idol. Warte mal, ich gucke mir mal das Idol einfach mal an. Mal sehen, was da so steht. Weil hilft das ja schon als... Da, hier Idol. Oh, Goldwert 500. Aus Jade und sehr wertvoll. Ja. Also wir können das verkaufen. Sonst können wir damit nichts machen, glaube ich. Okay. Ja, es dauert ein bisschen, bis es wieder hell ist. Zeig mir deine Waffen. So, unsere Pistole macht 65 Schaden. Dann bringt es doch nichts, diese Flinte zu holen, oder? Die macht ja nur 50. Mal sehen. Kriege ich denn auch meine 500, wenn ich jetzt hier das Idol verkaufen würde? Soll ich das verkaufen oder soll ich das lieber aufheben? Na, ich warte mal lieber noch, ne? So. Guck ich nochmal, wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Gute halbe Stunde. Warte mal, ich bin jetzt am überlegen, was machen wir denn mal als nächstes? Es ist blöd, dass jetzt halt Nacht ist, ne? Ist da noch eine Höhle, ne? Oder? Einfach mal den ganzen Strand könnte man eigentlich mal absuchen. Was haltet ihr davon? Können wir eigentlich auch mal machen, ne? Das haben wir auch noch nicht. Vielleicht finden wir da noch irgendwas... Ja, was Schönes, irgendwie was Wertvolles... Und, ja, wir können unsere Talente noch ein bisschen wieder gucken wir mal hier unsere Attribute. Oh, da habe ich jetzt auch schon wieder 1500. Warte mal, wir könnten... nee, das kostet hier 2000. Das kostet 1000, Feuerwaffe. Gerissenheit, 2000. Klingen kostet 3000 mittlerweile. Feuerwaffen, ne? Mach ich mal Feuerwaffen, das kann auch nicht schaden, ne? So. Dann schießen wir vielleicht nicht mehr so oft daneben. Aber ich fand das schon recht häufig, dass er immer daneben kam. Dass es daneben war. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber vielleicht ist damit es auch vorbei mit dem daneben. Mal schauen. So. Oh, ist doch, es wird doch langsam wieder hell. Das passt ja. Das ist sehr schön. Dann machen wir das so. Wir kämpfen jetzt noch, also wir, ja, wir gucken, was am Strand noch so gibt, und dann kämpfen wir mit dem Riley
Wegen dem Kopftuch, dann bekommen wir das wohl. Aber trotzdem. Ja, wir müssen halt noch Geld sparen, damit wir ein besserer Dieb werden. Und dann können wir auch die Perle stehlen. Und dann hätten wir das auch alles. So, okay, wir gehen jetzt mal hier am Strand so ein bisschen lang, gucken mal, was es hier noch so zu entdecken gibt. Vielleicht ist auch irgendwas an den Strand gespült worden. Denn wir müssen ja sowieso Sachen sammeln, wie sowas. Bringt uns zwar nicht viel Geld, aber immer ein bisschen. Und wir müssen jetzt echt gucken, dass wir an Geld kommen. Und guck mal, wir kriegen auch noch Proviant. Dann sparen wir uns auch Geld. Ne? Da brauchen wir kein Proviant kaufen. Und was ich noch vorhabe, ist auch mal wieder zu diesem Jack zu gehen, weil der wollte ja auch, denke ich, rumhaben. Und da kriegen wir vielleicht auch noch was dafür. Guck mal, hier ist auch noch was. Hier ist jemand angespült worden. Nee, oder? Nee. Na, immerhin eine Kiste. Hier hatte jemand mal ein Lager gehabt. Oh, Grog und Goldbrong. Sehr schön. Was ist da unten, ne? Ja, und dann könnten wir auch leider die Patty ihren Vater dann auch mal übergeben. Wenn wir das hier so erledigt haben, ne? Hier. Dann können wir dann wieder zum Piratennest. Ist schon gemein von mir, dass ich da die Patty so lange warten lasse, ihren Vater zu sehen. Aber sie ist eigentlich ein selbstständiger Mensch. Sie könnte auch jederzeit sagen, hier, ich will jetzt endlich mal zu meinem Vater. Ich gehe jetzt, tschüss. Aber da sie es nicht macht, nimm sie so lange, ne? Solange es geht halt, ne? Behalten wir sie bei uns so. Hier geht, wo geht's hier denn eigentlich denn lang? Ist auch irgendwie so eine Nische, oder was? Gucken wir mal, was hier so ist. Hm? Das ist hier überhaupt gar nicht. Ach so. Doch, ist so nur so eine Unterführung, ne? Aber. Ah ja, stimmt, wir müssen noch zu dieser Schlucht, ne? Wegen diesem einen Typ, der da seinen Schatz da vergraben hat oder vergraben wollte. So. Ach ja, die andere Seite wollte ich eigentlich noch mir anschauen. Andere Seite von diesem Steg hier. Da bin ich, glaube ich, noch nicht gewesen. Oh, guck mal, da Fischi. Fischi, Fischi. Weiß gar nicht, kann man die auch angeln? Nee, ne? Guck mal, da ist die Fackel schon wieder leer. Leer oder aus. Hä? Ich habe die Fackel an, das leuchtet gar nicht. Hä? Helle? Hä? Leuchtet gar nicht. Hm. Ein Bug irgendwie so. Guck mal, da sind schon wieder diese Seeteufel. Ich bin bei dir. Oder Sandteufel. Mano, sind gar nicht so leicht, weil die so klein sind, ne? Und schnell. Gut gemacht. Geht immer Proviant drauf. Achso, das waren sogar drei. Da liegt doch noch, ne, doch nicht. Ja, und die Fackel, die ist jetzt leer, oder was? Leer. Warum sag ich denn mal leer? Irgendwie war das eine blöde Fackel, die ich eben gerade hatte. Die hat nicht viel, nicht lange geleuchtet, sag ich mal. So, gucken, was haben wir denn hier noch so? Gibt es hier auch noch was? Ah ja. Eine Kiste. Es lohnt sich also immer mal rumzuschauen. Oh, da haben wir Sand, Grog, Muschel und Gold. Nice. So, dann muss man gucken. Das haben wir jetzt 729 Gold. Dann haben wir noch was Sachen, die wir verkaufen können. Wie ist es nun gar rum? Ja, ich denke mal, wir kriegen so nach und nach schon unsere Kohle zusammen. Oh, guck mal hier. Grog, Grog. Derjenige wird sich ärgern, der nochmal hierher kommen wollte. Zu seinem schönen Strandplatz. Aber. Ja, ich weiß nicht. Gucken wir nochmal auf dem Schiff, wenn wir schon mal hier sind, ob da noch irgendwie was geht. Aber ich glaube eher nicht.
hoffe, das Schiff fährt nicht gleich weg. Nein, glaube ich auch nicht. So. Da haben wir den Strand jedenfalls auch schon mal abgesucht. Das werde ich auch weiterhin bei diesem Spiel natürlich machen, dass ich überall mal rumschaue. Ne? Nicht nur diese Hauptquests und so oder nach den Quests gehe, sondern auch mal selber gucke, was es noch so zu entdecken gibt. Und das bringt ja auch natürlich was. Wie ihr seht. Ist das hier eine Weg? Ne? Also nur, ja, hier war ja nichts. Wir müssen hier rumschauen. War ja auch schon schließlich lange nicht mehr hier. Kann ich hier nicht. Schade, dass man hier an diesen Feuerstellen nicht auch was sich zu essen braten kann. Wie im ersten Teil konnte man ja auch an solchen Öfen, Kesseln und so sich was machen, aber hier wohl nicht. Kann ich hier eine Kanone mal abfeuern? Was macht der denn? Ohne Palava. Ohne Palava. Mach einfach weiter. So. Hängt er da am Pixel fest oder was? Ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Okay, alle sind so beschäftigt mitten in der Nacht. Na ja, gut, es wird morgens. Es ist gerade nicht. Na gut, auf dem Schiff gibt es nichts weiter. So. Es wird ja auch schon wieder hell. Und ja, ich glaube, vielleicht beende ich sogar auch gleich mal die Aufnahme. Denn jetzt haben wir sowieso nur noch, na ja gut, eine halbe Stunde haben wir schon noch. Na ja gut, ich musste nämlich nur einmal kurz weg. Bin gleich wieder da. Weiter geht's. Und mal sehen, ob der Riley denn schon aufgestanden ist. Sind die schon aus ihren Betten? Oh komm ey. Das gibt's ja gar nicht. Was machen wir? Hat der noch irgendwas zu erzählen hier? Ich darf doch mal, ne? Hallo. Da würde ich auch mal gerne rein. Den Wein, den klaue ich mal lieber nicht. Mal sehen. Haben die noch irgendwas zu... Ich muss mit dem Gouverneur sprechen. Ja, wo ist denn der Gouverneur? Der wartet die ganze Zeit, bis er... Der geht nicht schlafen, der Sebastiano, sondern wartet die ganze Zeit, bis der Gouverneur ausgeschlafen hat. Gibt's ja nicht. Darf ich hier rein? Na, ich lasse es mal lieber, ne? Ich will's ja nicht provozieren. Aber langsam könnte ja mal aufstehen hier, ne? Vielleicht kann ich ja jetzt mal... Ich weck die einfach mal, ja? Hallo! Hau schon ab! Dann komm, Riley, aus! Du hast genug geschlafen. Ist schon hell. So langsam. Ach Mann, ey. Was könnte ich denn mal noch anstellen? Wollen wir mal... Na gut, dann gehen wir ja lieber als erstes mal zur Schlucht, oder? Ich würde sagen, dann gehe ich hier so lang und dann gehen wir hier zur Schlucht. Wir gehen jetzt mal zur Schlucht und gucken, ob wir den Schatz finden. Ich glaube, hier rechts war das jetzt, ne? Hier rechts lang? Ja, hier rechts lang. Gehen wir hier rechts lang, ne? Ups, schleichen wollte ich jetzt nicht. So. Ja, unser Ziel ist natürlich, ein richtiger Piratboot zu werden. Solange wir noch hier noch nicht auf der Insel alles entdeckt haben, ist vielleicht auch besser, wir behalten die Patty noch. Ne? Und ich glaube, da muss ich hier längs jetzt, ne? Ja. Und dann gehen wir mal in diese Schlucht, wo ich vermute, dass da eventuell dieser Schatz ist von diesem einen... Wie hieß der? Piet, glaube ich, ne? Ich glaube schon... So, dann muss ich mich links halten. Na, hier glaube ich lang, oder? Ja, ich meine, das müsste diese Schlucht sein. Von denen alle sprechen hier.
Aber ich sollte mal doch die Fackel nehmen. Siehst du, jetzt leuchtet es wenigstens wieder. Diese Fackel ist... Oh! Auch von einem Warzenschwein zu sehen. Und... Siehst du, jetzt habe ich wenigstens mal nicht daneben geschossen. Ja, da hast du recht, Petty. Das sind richtige Mistviecher. Ja, ich meine, es ist schon gut, dass die Petty bei uns ist, ne? Ich meine, das sollte man auch nicht am Anfang machen, dass man gleich zu diesem Piratenschiff geht und die Petty dann da abgibt bei ihrem Vater. Das kann man natürlich machen. Dann hat man vielleicht ein schönes, gutes Gewissen. Ah, die Petty hat endlich ihren Vater gesehen oder ist wieder bei ihrem Vater. Aber für uns selber ist es natürlich doof, ne? Wir haben keine Unterstützung. Und deswegen ist es ja doch gut, wenn man das mal ausnutzt, dass man eine Unterstützung hat. Dann kommen auch hier so komische Kampfaffen. Ich habe keine Banane. Ich habe auch keine Kokosnuss. Ich habe Gaganüsse übrigens. Vielleicht deswegen. Aber ich musste mich mal heilen. Entschuldigung. Heilen. So. Ja. Hartes Training. Alles Training.